Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Wunderkessel-Kanal. Ich bin Jakob und heute habe ich euch ein relativ altes Rezept aus unserem Wunderkessel-Forum mitgebracht. Wir machen nämlich heute Bratäpfel im Varoma. Unter dem Thread wurde so ein bisschen diskutiert, sind das wirklich richtige Bratäpfel oder vielleicht doch eher Garäpfel? Immerhin werden die ja so im Wasserdampf gegart. Und wie das so funktioniert, zeige ich euch heute. Seid gespannt, viel Spaß! Für das Rezept benötigen wir natürlich klassisch für Bratäpfel Marzipan, Zimt, Mandeln, Rosinen, Aprikosen und natürlich zu guter Letzt Äpfel. Da es schon ein relativ altes Rezept ist, würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht die Turbostufe. Die hat unser Thermomix gar nicht mehr. Wir haben eine Stufe 10, aber die ist auch ein bisschen schneller als die damalige Turbostufe. Von daher geben wir jetzt die Mandeln in den Thermomix. Und ich würde erstmal so auf Stufe, ja, grob Stufe 7 das Ganze zerkleinern. Das heißt, jetzt werden wir für 3 Sekunden auf Stufe 7 die Mandeln zerkleinern. Das sieht gut aus, die sind noch nicht zu klein. Jetzt lassen wir im folgenden Schritt den Messbecher raus und stellen hier, ja, gut laufend so circa Stufe 3 ein. Und jetzt lassen wir bei laufendem Messer erstmal die Aprikosen, die Rosinen, den Zimt, wie auch den Marzipan, auf das laufende Messer fallen und verschließen das Ganze. Ja, das ist noch ein bisschen... Ist noch nicht so klein, wie es eigentlich sein sollte. Wir stellen jetzt einmal 10 Sekunden ein und geben dem Ganzen auf Stufe 5. So. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Jetzt haben wir so eine schöne Masse, die wir gleich gut in die Äpfel füllen können. Wenn ihr die klassische Version der Bratäpfel machen wollt, gebt ihr jetzt noch 70 ml Rum dazu. Ich persönlich mag das nicht so gerne, deshalb lasse ich den jetzt weg. Und dann können wir auch direkt weitermachen. Ansonsten solltet ihr das nochmal so circa eine halbe Stunde lang einwirken lassen. Wir machen in der Zeit nämlich jetzt schon weiter mit unserem nächsten Schritt und das heißt Kerngehäuse der Äpfel entfernen. Die Äpfel habe ich gerade eben schon einmal abgewaschen und jetzt wird einmal das Kerngehäuse entfernt. Nachdem wir nun alle Kerngehäuse entfernt haben, können wir nun unsere Füllung in die leeren Kerngehäuse reingeben. Dann sehen die gefüllten Äpfel jetzt so aus. So sehen die gefüllten Äpfel jetzt aus und die geben wir jetzt in den Varoma. In den Varoma passen so 6 Äpfel gut rein. Und die letzten beiden. Schön so aneinander, dass sie nicht hinfallen und den Deckel drauf. Jetzt kommt in den Thermomix 1,5 Liter Flüssigkeit. Wir machen den Deckel drauf, den Messbecher raus, stellen den Varoma oben drauf und stellen jetzt hier 15 Minuten ein. Das Ganze auf Varoma-Stufe und wir rühren auf Stufe 1. Ich bin mal gespannt. Also persönlich kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie so schnell fertig sind, aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Also, wir sehen uns gleich in 15 Minuten. Dann schauen wir doch mal, wie es aussieht. Hier in der Mitte, das sieht schon gut aus. Hier an der Seite, der kann noch ein bisschen. Ich würde den einmal umdrehen. Und dann würde ich den nochmal 5 Minuten geben. 5 Minuten weiter auf Varoma-Stufe und wir rühren wieder auf Stufe 1. Die letzten Sekunden sind angebrochen und wir schauen nochmal nach, wie es jetzt aussieht. Dann schauen wir.
Dann schauen wir doch mal nach. So, jetzt sieht das Ganze deutlich besser aus. Den lege ich einmal hier vorne an die Seite. Dann richten wir das Ganze jetzt einmal an und das Ergebnis seht ihr jetzt. Dann sind wir jetzt zurück. Ihr habt gerade gesehen, wie das Ganze jetzt aussieht. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir mal. Innen drin, das Ganze ist schön geschmolzen, so wie man das Ganze möchte. Das Ganze schmeckt richtig gut. Also es hat sich gelohnt, super schnell gemacht. Und ja, gerade jetzt für die kalte Jahreszeit ist einfach echt genial. Gefällt mir gut. Damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Das Rezept ist auf jeden Fall richtig gut gelungen und auch super leicht und schnell nachzumachen. Wenn ihr jetzt noch nach weiteren Rezepten aus dem Wunderkessel sucht, schaut doch mal in unserem Wunderkessel-Forum vorbei. Dort könnt ihr zwischen tausenden Rezepten wählen. Hier auf dem Kanal sehen wir uns dann nächste Woche Freitag wieder mit einem neuen Video aus unserer Wunderkessel-Küche. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.